Wenn ich sage, dass er vom Start weg auf die 100 Meter durchgehend nur auf der Hinterachse fahren wird, mit so einer atemberaubenden Geschwindigkeit, dass ich da schon gleich mal auf die 40 Meter vorlaufe, sonst komme ich nachher niemals ans Ziel. Der Slapper ist mit allem möglichen getunt, was man tunen kann. Tip-Tuning, Leistungstuning und auch Gewichtsoptimierung. Weil normalerweise hätte der Slapper ja 9 Tonnen wiegen. Wir haben den auch auf 6 Tonnen runterkriegen müssen, dass er in der DTTO da laufen kann, ist diese Vorschrift 6 Tonnen. Da musste die Kabine runter und ein weiteres Gewicht habe die gefunden, wo man wegmachen kann in der Vorderachse. Weil es ist hier keine Allradachse mehr. Die Allradantriebswellen sind raus, sonst hätten die das nicht geschafft, auf die 6 Tonnen zu kommen. Aber Sie werden jetzt ja gleich sehen, wie ich angekündigt habe. Der braucht kein Allrad, weil wenn die Räder sowieso in der Luft sind, macht das Allrad ja keinen Sinn. Traktor Pulling Team Allgäu, Reinhard Beck. Leistungsmäßig fällt bei diesen Slapper nicht, das haben Sie gesehen. Mit 400 PS ist der Fahrzeug ja auch in der Sportklasse zählt. Wir haben zwei weitere Sportklassefahrer da mit 350 und 500 PS, aber das hier